So, jetzt endlich, ey. Das hat schon lange gedauert. Also, wir besiegen sie. Wir machen es jetzt aber ein bisschen schlauer als davor. Und zwar bringen wir jetzt gleich eine Kuh schon mal um. Alright, cows, it's time to stop misbehaving. Na komm. Wir kennen das ja schon. So. Bring the legs, or whatever. Both legs. Genau. Wir greifen den Viecher an. Ouch! Bam. Ach, du lieber! So, genau. Dann machen wir Power. Nee, Power Cord bringt ja nichts. Jimmys Armbrust ganz auf diese Kuh. Yeah. Scheiße! Nee. Scheiße, Mann. Surely you get. Fuck, Alter! Wie asozial das einfach ist. Perfekt, wir haben es abgetimt. Perfekt, nochmal zwei. Ich glaube, wir überleben noch. Perfekt. Perfekt. Vielleicht überlebe ich ja noch eins. Bam. Genau, wir haben es überlebt. What the fuck, Alter? Wie die mich. Hole die Flöte aus der Scheune. Alter, wie die sich einfach absprechen, ey. Wie die sich einfach hochspringen. Das ist so dumm. Aber das ist auch South Park irgendwie. Das ist der Humor von South Park hier. Wie komme ich da rein? So, bevor wir. Warte mal, da ist doch noch was Schönes. Ne, das haben wir ja, glaube ich, schon gemacht. Oh, da ist ein alter Schwamm. Was können wir denn hier noch holen? Nix anscheinend. Jetzt können wir da hoch erstmal. Oh, da ist ein Auge. Nee. Bringt mir aber nichts. Wie komme ich da runter eigentlich? Würde mich mal interessieren. Oh. Ich glaube, das kann man hier irgendwie. Ja, genau. Runterschießen und dann. Doch, warte. Hä? Nee, warte mal, die Kette da unten. Genau, und dann den Drachenschrei. Oh yeah? Try this one on this one. Perfekt. Okay. So, small snaps. Flöte haben wir. Und wie komme ich da jetzt runter? Ich will da jetzt irgendwie runterkommen. Aber schon cool gemacht hier, das alles. Okay. Wir gehen einfach weiter. Wir können ja vielleicht von hinten irgendwie da durch. Did you find the flute? I sure did, Rancher Bill. And now my bardic abilities will be greater than ever before. Well, you earned it. See you around. Thanks, new kid. I couldn't have done it without you. Where should we go next? Level 9. Cool. Aber ich will jetzt erstmal diese Fähigkeit hier haben. Also ich werde da durch. Und ihr wisst schon, wohin ich will. Ich will hier durch, aber wie komme ich da durch, bitte? Wie soll das gehen? Aber auf jeden Fall eine coole Musik hier. Warte mal. Nee, wir können da gar nicht durch. Ich glaube, wir müssen da irgendwie anders hin. Oder? Nee, anscheinend können wir hier wirklich noch nichts machen, oder? Das hier vielleicht? Nee. Anscheinend sieht hier auch gar nicht so aus. Es leuchtet hier gar nichts. Aber was, wenn ich dich hier anmache? Ja, nichts. Okay, dann gehen wir weiter. Wohin wollen wir denn nur hin? Warte mal. Neue Nachricht von Jimmy, klar. Gleich. So, wie kommen wir da weiter? Können wir vielleicht da runter? Darüber? Nee. Nicht ansatzweise. Okay, dann gehen wir, weg. Dann was wollen wir denn hier noch? Können wir nichts mehr. Können wir nicht mehr gebrauchen. So, hier gibt es, glaube ich, auch sehr viele Ausrüstungen, die wir hier holen können. So, hier glaube ich. Karte. Schatz. Genau, hier gibt's. Oh, da gibt es einen Gin-Pokémon. Wo ist denn hier ein Gin-Pokémon? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht hier oben irgendwo. Ne, da kann man gar nicht hoch. Würde mich aber immer noch interessieren. Wo ist hier bitte ein Pokémon? Okay. Vielleicht hier rein oder so. Weiß ich ja nicht.
Scheint, als würde hier irgendwas sein. Nur ich komme da nicht durch. Da kommt man auch gar nicht durch irgendwie. Also hier gibt es auf jeden Fall ein Chin-Pokémon. Das kann man hier sammeln. Nur keine Ahnung, wo das hier sein soll. Komm, gehen wir weiter. Welche Mission gab es denn noch hier? Wir müssen ja irgendwo Zigaretten holen. Hier gleich. Ja. Non-conformist. Finde irgendwo, ja, hier. Komm, wir können jetzt mal ins, zum Restaurant fahren. Chin-Pokémon holen wir uns alle noch. Keine Problem. Neben Questing können wir ja irgendwann anders noch irgendwann machen. So. Yeah, we just stole a fresh pack. Get lost, kid. We're trying to smoke. Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Take your stupid hair and leave. Halt die Schnauze. Ah, wir können die ja bekämpfen. Cool. Erst ein paar Typen schlagen, die einfach mal rauchender Schurke. Ja, ist echt so, ey. Gib meine Zigaretten her. Perfekt. So, Power Akkord, nee, können wir erstmal nicht benutzen. Ziemlich singt Feinde in den Schlaf. Oh. Okay, drücke die angezeigten Tasten. Was? Wie soll ich das so schnell machen, Alter? Okay, wir haben es trotzdem noch geschafft irgendwie. Ich habe jetzt erstmal gar nicht damit gerechnet, dass man das so viel machen muss. Okay, wir sind jetzt dran und können jetzt alle prügeln. Bam, bam, bam. Bam, ey. Okay, das war leider so spät. So, jetzt kann man Power Accord machen. Downs. Let's go. Jimmy, was kannst du noch? Sing dein Lied, das Feinde schwächt, aber die Gruppe stärkt. Drücke wiederholt es, wenn Jimmys Stottern beginnt. Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. I had a nice lance that she says that set up her. The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific audience. Cool. Fähigkeit verringert, das ist sehr cool. Aber das ist schwer mit Jimmy umzugehen irgendwie. Sehr schwer sogar. Mama, das. Oh, what the fuck? Was bist du für einer, ey? Komm, verpiss dich, Alter. Ja, 226, scheiße, Mann. Fähigkeit verringert. Oh, der ist tot. Gut so. Gegenstände. Was soll man denn machen? Gegenstände, was. Gesundheitstrank klein. Nee, nicht groß. Gesundheitstrank klein, Mann. Genau, aber können wir hier irgendwo in der Nähe noch was holen? Gesundheitstrankmäßig. Wen wollen wir erstmal töten? Nee, den töten wir erstmal. Ich denke, der ist am schwächsten. Da stirbt sowieso jetzt nächste Runde, dann töten wir den erstmal. Wobei, warte mal, wir können jetzt erstmal Power Accord machen. Das kann man jedes Mal machen, also kein Problem. Jimmys Armbrust. Genau. Genau. Perfekt, aber das reicht noch nicht. Scheiße, Mann. Betäubt. Kacke, der ist tot, aber wenigstens. Scheiße, Mann. Wieso bist du so stark? Assi. So, Power Accord. Ich bin betäubt gewesen, ne? Ja, komm, Power Accord kannst du machen. Und das ist mal einen schönen Schlag. Perfekt. Bam, Junge. 215. Wenn man perfekt trifft, dann sterben die schnell. Questgegenstand, genau. Aber es gibt hier noch was Schönes. Kehre zu den Goth Kids zurück. Okay. So. Jimbo Guns, da kann man ja auf jeden Fall noch weiche Ausrüstungen holen. Ja, das machen wir ja auch. Machen wir auch. Hammer. Kann mit denen auch reden. You remind me of a guy I served with in Nam. Findet mich ja auch noch was anderes. Ah, hier oben ist irgendwas. Wie komme ich da hoch? Warte mal. Wie komme ich da hoch, bitte? Das lächelt mir so ins Gesicht.
got some things for sale, might help your hunting. Interested? Genau, kaufen. Waffen gibt's hier auf jeden Fall. Langschwert des Kriegers. Oh, das ist sogar noch viel besser. Kaufen, Armbrust der Waldelfen. Nee. Oha! Fehlende Armbrust. Wenn wir Level 14 sind, aber erst. Super Katana, das sieht auch sehr viel ab. Wollen wir aber jetzt noch nicht holen. Das sind auf jeden Fall sehr starke Waffen hier. Kostümflicken, verschiedenes. Das Wildleben in South Park brauchen wir nicht. Eiserne Pariere, starke Stange. Okay, wie kann ich jetzt das hier... Ne, ich krieg's nicht hin irgendwie. Warum auch immer. So, wir können jetzt uns erstmal ausrüsten. Elfenklinge haben wir. Ne, Langschwert des Kriegers haben wir. Perfekt. Das ist viel besser. Und hier haben wir einen Langbogen, aber der ist nicht stärker. Wir können hier viermal attackieren. Nee. Dann lassen wir das. Dann lassen wir es sein. Wie kommen wir jetzt da hoch? Das ist die Frage. Ich würde so gerne da hochkommen. Warte, ich habe eine Idee. Wir können ja uns da hoch teleportieren. Ja, wir können uns da hoch teleportieren. Wie einfach, das ist Jimbos Schlüssel. Okay. Dann brauchen wir erstmal Jimbos Schlüssel. Wie bekommen wir den? Vielleicht, wenn wir irgendeinen so ein Tipp oder so Buch oder so holt. Genau, wir holen mal uns einen, so ein Tippbuch. Genau. Vielleicht bekommen wir den als Freund oder so jetzt. You kill anything in that guide. You come back and see old Jimbo and Ned. The best part of hunting is bragging about it to other hunters. Genau. Okay, perfekt. Dann können wir jetzt eine Quest mit den Pisser machen. Aber die machen wir jetzt erstmal nicht. Modriges Würstchen. Besiege die kanadische Bälde. Warte mal. Oha. What the fuck? Oben links kommt. Besiege den tollwütigen Schrottplatzhund. Okay, wir müssen sau viel Schwanzkäse. Das ist auf jeden Fall Großwildjagd. Das ist sehr viel. Home. Oh, cool. Glaub ja nicht, dass es einfach wird, die Bestien zu finden, von denen ich dir erzählt habe, Neuer. Denk dran, diese Bastarde kommen nur hinter dir her, wenn du ihnen etwas anbietest, dem sie nicht widerstehen können. Ach ja, genau, du musst einer der Gegenstände, den ich dir gegeben habe, um sie rauszulocken. Ich habe 3 Shows pro Nacht im Kichernden Esel. Nächste Woche geht's los. Hier ist ein Ausschnitt aus meiner Ausführung. Es hat 2 Krücken und ist gerne ein Bad. Aufgeben? Dieser Kerl. Wow, was für ein fantastisches Publikum. Okay. Dann haben wir auf jeden Fall hier sehr viele Sachen. Poutine. Ja, die ganzen Sachen, die wir halt brauchen für diese Viecher. So. Genau. Und links alles Reinigungsalkohol und so weiter. Was man halt alles braucht. Wo findet man die eigentlich? Ist bestimmt überall hier aufgelistet. Hier. Zerstöre das Banner an... Ja. Großwildjagd nutzt eine Flasche Reinigungsalkohol. Ja, da können wir auch gleich, warte mal, schatzmäßig. Gibt es jetzt 2 Chin Pokémons, 9 Ausrüstungen. 3, oh. Also sind da sehr viele Sachen drin. Oh, wo wir sind, gibt es auch ein Chin Pokémon. Da, wo wir gerade sind. Wo denn bitte? Vielleicht da drin jetzt. Kann ja sein. Wir gehen erstmal in den Laden rein. Vielleicht ist da ein Gym Pokémon versteckt. Stop staring at me. It's creepy. Ja, wir schauen nur um. Wir schauen uns hier auf jeden Fall nur um. Pass doch lieber auf, ey. So, vielleicht hier hinten oder so. Ah, doch. Hier ist eine rot-braune Farbe. Die Farbe müssen wir, glaube ich, auch alles sammeln. Hey, no fighting in here. Hey, no fighting in here. Nee, wir können doch gar nicht in die kämpfen, glaube ich. Ich glaube nicht im Laden drin, sondern ganz woanders. Wo denn sonst hier? Vielleicht außerhalb hier oder so. Nee, warte mal, da ist doch irgendwas eingefroren.
Nee, ich habe eine Idee. Wisst ihr was? Hier einfach furzen. Nee, warte mal, hier. Genau, und da ist ein Gym-Pokémon. Sehr, sehr gut. Das ist sehr gut versteckt, finde ich. Sehr cool versteckt. Das war ein schönes Rätsel, finde ich. Schatz, hier gibt es nur die Ausrüstungen. Hier gibt es ein Gym-Pokémon. Ja, wo müssen wir erstmal hin? Wir gehen erstmal in die Schule, glaube ich. Ne, da ist schatzmäßig nur zwei. Ah, da sind zwei Schatzdinger. Okay, dann können wir hier auch weiter. Dann gehen wir auch, glaube ich, so weiter. Mit der Schnellreiseflagge, wisst schon. Es ist viel besser so. So, dann gehen wir zur Schule. Okay, wo ist hier denn ein Pokémon? Fehlt denn in der Schule oder sowas? Nee. So denke ich überhaupt nicht. Nee, dann gehen wir auch nicht hin. Ruhe! Wir sind doch in der Schule, Alter. Was ist denn das wohl? So, bringt mir anscheinend nichts. Ja, komm, gehen wir weiter. Vielleicht bekommen wir hier den Cafeteria-Schlüssel oder sowas. Warte, vielleicht können wir hier schon hier rein. Nee, Schlüssel zur Schulküche haben wir ja noch gar nicht. So. Ist hier ein Pokémon versteckt? Anscheinend auch nicht. Komm. Oh Joy, it's Butthole the Barbarian from the Dungeons of Dumbass. You gotta admit, he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah. There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and tape this sign to their table. Yeah, that will prove your individuality. Go on, beat it. And don't come back until you have a picture of that sign taped to the PTA table. Cool. Dann machen wir das mal. Wir wollen sowieso ins Geheim meine Zentrum rein irgendwann. Wegen den Gym-Pokémons, ne? Das gab hier drei Stück. Ich glaube, in der... Ne, warte mal. Gibt's hier oben noch was? You're kind of creeping me out, dude. Kann ich mit dir reden? Nee, ne? Ne, wir müssen sowieso ins Gemeindezentrum. Da möchte ich sowieso hin, weil da drei Gym-Pokémons drin sind. Wieso nennt der mich Saftsack, Alter? Ich heiße doch nicht so. It isn't right, I tell you. Out of nowhere, this huge Taco Bell is being built, and now our children are missing precious school time. Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered, and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're gonna see a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... What's your name? Well, anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the... Go ahead, tell them that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't gonna do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on! Let's go! Come on! Okay. Gen Pokémon. Warte, wir müssen es einfach nur hier dran kleben, glaube ich, ne? Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on. Help me with that and I'll help you with this. I saw you on the ship. You have pretty good control over your farts. Meet me in the bathroom. It's time for you to learn some real power. Okay. Cool. Elternratprobleme mit Stans Vater. Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Schnauze. So. Ich werde erstmal hier rumschauen. Ich will hier auf jeden Fall Gym-Pokémon sammeln. Don't be screwing around in here.
Halt die Fresse. So, gibt's hier Kenshin-Pokémon oder sowas? Wo sind die denn? Oh, da ist Mrs. Garrison. Fuck the conformists. Why are they a good lay? Hi, Stans, Mom. Ey, Kyle's Moor. Okay, wo ist hier denn irgendwas? Warte, hier vielleicht irgendwas versteckt? Ne, da kann man auch nicht durch. PTA? Oh, da ist Mr. Mackie. Was geht so, Digga? I used to have a bad hoarding problem today, but I got past it. Now I can just throw things away. Would you mind throwing this away from me? I just need it thrown away somewhere very specific. I'll show you on your map. Okay, thanks. Oh, schon wieder eine neue Quest für den Mr. Mackie hier jetzt dieses Mal. Schlüssel zu Mackies Einheit, genau. Alles klar. Was ist da denn drin? Schwarz-Weiß-Bildschirm. Auf jeden Fall schön. Jetzt haben wir sehr coole Sachen hier. Badezimmer. Timmy kann ich von einer Schnellreiseflagge zu einem anderen bereits freigeschaltet und bla bla bla. I can tell you have potential, but you are undisciplined. Let me show you what I mean. Come at me. Try and fart on me. Come on. Es. Warte noch mal. Komm noch mal. You call that farting on someone? You missed by a mile. Try again. Okay, komm. Achso, ich muss ganze Zeit. Okay, mach. Ja, ja. Ich muss ganze Zeit abwechselnd drücken. Das wusste ich gar nicht. Kia! Ne, komm jetzt, Alter. Wie soll ich das wissen? Wie soll ich machen? Hi, Cha! Oh. See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Warte, was muss ich machen? You're not forming it right. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Look, let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Okay, das ist wichtig. Ne, ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll. Imagine you're chewing bubblegum with your butthole. Ja, ja, ja. Let me show you again. Pay special attention to the viscosity. Das ist echt schwer, das zu lernen, ey. Okay, warte mal. Make your fart detonate behind me. So. Dann ist mal so. Oh, hey guys. Oh, Mr. Mackie. Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackie over the corner there. Okay. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kia! Very, very good. Now use what I taught you to sneak inside that Taco Bell. Find out what they're up to and report back here. And no matter what happens, never fart on anyone's balls. You got that? All right. Now go. Alles klar. Okay, wir haben einen neuen Furz gelernt. Das ist auch mal cool. Triff Wendy im Badezimmer, schleiche dich auf die Baustelle. Ja, wir machen mal Show.
Ich will aber erstmal die Jink-Pokémons hier suchen. Gibt's hier oben irgendwo eins? Ja, anscheinend gibt's überhaupt nichts. Was, wenn wir nochmal ins Klo gehen? Was gibt's denn da noch? Ich glaube, da ist noch viel mehr als der Typ hier. Genau, hier sind schon Pokémon. Cool. Vielleicht hier auch noch? Ne, anscheinend nicht. Warte mal, da war ein Schatz. Ne, warte mal, wo könnte hier denn noch was sein? Ja, wir gehen schon. Keine Sorge, Wendy. Ich finde, hier gibt's, müsste noch irgendwo eins geben, oder? Warte mal. Gab's doch irgendwas, oder? Komm mal da erstmal rein. Da kann man ja gar nicht rein, ey. Ja, dann müssen wir irgendwie anders da durch. Keine Ahnung. Es müsste hier über irgendwas noch irgendwelche Pokémons hier geben. Ach stimmt, wir können ja irgendwie dann ins Zaun oder so durch. Okay. Bunis, das war's mit diesem Part, sag ich dann mal. Und haut rein, Leute. Ciao. Bei South Park the Stick of Truth. Wo sind wir? Perfekt. Würde mich gerne mal interessieren, ey. Scheiße, ich habe schon wieder eine Stunde, glaube ich, aufgenommen, oder? Ist das jetzt wirklich lang aufgenommen oder war es kurz? So viel habe ich doch gar nicht gemacht, glaube ich. Okay. Haben wir den schon getroffen im Ding? Quests. Müssen wir das jetzt nochmal machen oder nicht? I can tell you have potential, but you are ja, ich muss es nochmal machen. Let me show you what I mean. Okay. Egal. Come at me. Try and fart on me. Come on. Nee, ich will's jetzt mal. Na komm, wir machen das auf Screen. Ich sag auf jeden Fall tschüss bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Haut rein. Ciao.